Liebe Geschwister im Islam, unsere Region und gelobt sei Allah alleine, ist eine Religion, die auf festem Wissen basiert. Das heißt, auf Gewissheit basiert. Das heißt, diese Religion hat Quellen, die authentisch und unverfälscht sind. Und das ist die große Gnade. Wenn man in einem Satz erklären will, verdeutlichen will, illustrieren will, warum diese Religion die wahre Religion ist, dann kann man sagen, weil sie auf authentischen, unverfälschten Quellen vom allmächtigen, wahren Gott basiert. Ja? Authentische, unverfälschte Quellen, weil es gibt Quellen, die vielleicht vom wahren Gott sind, aber die verfälscht sind, also unauthentisch sind. Und Quellen vom wahren Gott, weil es könnte beispielsweise authentische, unverfälschte Quellen geben, die aber nicht vom wahren Gott sind. Das ist in einem Satz zusammengefasst, warum der Islam die richtige Religion ist. Was bedeutet das für unser Verhalten? Das bedeutet für unser Verhalten, dass wir, wenn wir etwas erzählen, wenn wir über eine Sache reden, sowohl was die Dunya-Angelegenheit angeht, das heißt die weltlichen Angelegenheiten, als auch die Din-Angelegenheiten, die Sachen von der Religion, dass wir bei allen Dingen, bei allen Nachrichten, die wir weitergeben, versuchen, uns zu vergewissern, ob diese Nachricht, die wir bekommen, auch richtig ist. Beispielsweise im Buch Riyadus Salihin von Imam Nawawi, da hat er das Kapitel 200, im Kapitel 262, das ist das Kapitel, die Motivation oder der Aufruf dazu, sich zu vergewissern bei dem, was man weiter sagt, bei dem, was man erzählt. Weil es gibt viele Dinge, die erzählt werden, die irgendjemand in die Welt setzt, und leider ist es heutzutage so, dass wir Muslime, obwohl wir eigentlich durch unsere Religion lernen müssten, dass wir uns erst vergewissern, bevor wir ein Urteil über einen Menschen abgeben und insbesondere bevor wir etwas in der Religion erzählen, wir Muslime, die diese Sache eigentlich lernen müssen aus den Quellen des Islam, aus der Grundlage unserer Religion heraus, wir sind leider teilweise angesteckt worden von der Handhabe oder von dem Verhalten der Medien in den sogenannten westlichen Ländern. Und man sieht, dass einfach alles weitererzählt wird. Das heißt, irgendjemand erzählt irgendetwas über irgendeinen Menschen, ohne auch nur einen Beweis vorbringen zu können. Und sofort wird es aufgeschnappt und wird weitergeleitet und wird akzeptiert. Und ich frage mich wirklich manchmal, wo bei einigen Muslimen der Verstand geblieben ist in dieser Sache. Weil es teilweise Nachrichten gibt, die völlig an der Realität vorbeigehen. Die völliger Schwachsinn sind, wo irgendetwas behauptet wird über irgendeinen Menschen. Wenn man auch nur einen Millimeter weit denken könnte oder denken würde, da würde man sofort merken, dass derjenige, der über eine bestimmte Person eine bestimmte geheime Nachricht erzählt, dass er das gar nicht wissen kann. Ja? Aber hier möchte ich erstmal auf einige Verse im Koran aufmerksam machen, die zu der Grundlage unserer Religion gehören. Denn unsere Religion besteht aus zwei Quellen, Koran und Sunna. Der Koran, im Koran sind alle Verse Mutawatir überliefert worden. Das heißt, Mutawatir bedeutet, kommt von Tawatara, wie zum Beispiel der Regen, ja, der kommt immer weiter runter wie der Regen in Abfolgen herunterkommt. Und Tawatur bedeutet halt, dass so viel von so vielen Menschen überliefert worden ist, dass es unmöglich ist, dass sie sich verbunden haben oder dass sie gemeinsam auf einen Fehler oder eine Lüge diesen Konsens geschaffen haben, beziehungsweise zu diesem Ergebnis gekommen sind, also das Ergebnis, was sie berichtet haben. Ja? Das heißt, so ist der Koran überliefert worden. Und die Hadith-Gelehrten, die haben immer, wenn etwas überliefert wurde von einem Hadith, haben sie einige Dinge überprüft. Erstmal, was die Überlieferungskette angeht. Und zweitens, was das Überlieferte angeht. Von der Überlieferungskette haben sie erstmal geguckt, ob diese Überlieferungskette durchgehend ist. Ob da kein Sakt drin ist. Das heißt, dass eine Person zum Beispiel von einer anderen Person nicht gehört hat. Dann hat man jede einzelne Person angeguckt, ob diese Personen rechtschaffen sind,
das heißt, ob sie Redlichkeit haben und ob sie auch die Fähigkeit haben, Dinge so wiederzugeben, wie sie sie gehört haben. Aber heutzutage ist es so, dass wir bei den Nachrichten, die wir hören, einfach weiter sagen, was wir gehört haben. Und Allah sagt im Koran, Sure 49, Vers 6, يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Das heißt, wenn ein Frevler zu euch kommt, so sollt ihr diese Sache überprüfen. فَتَثَبَّتُوا فَتَبَيَّنُوا. Ihr sollt diese Sache überprüfen, dieser Sache nachgehen. Ja? Dann sagt der Prophet عليه الصلاة والسلام, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Das heißt, es reicht für eine Person, als Lügner bezeichnet zu werden, wenn er alles erzählt, wovon er gehört hat. Das heißt, man kann nicht einfach alles erzählen, sondern muss der Sache erstmal nachgehen. Ja? Dann sagt Allah im Koran, und das ist in Sure 17, Surat al-Isra, Vers 36, لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Das heißt, verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Was heißt Wissen? Dass du festes Wissen hast, dass du weißt, was es ist. Nicht Vermutung, ich vermute, es könnte so sein, oder Zweifel, sondern Wissen. Wissen ist weder Zweifel noch Vermutung. Wir haben Wissen, wir haben Unwissen, wir haben Zweifel, wir haben Vermuten. Wissen ist, dass man eine Sache so wahrnimmt, wie sie ist. Und dann natürlich auch so weitergibt. Check ist, dass man eine Sache, dass man nicht weiß, ob man sie richtig wahrgenommen hat. Wann ist, dass man eine Sache annimmt. Das heißt, dass man zwei Möglichkeiten hat, aber man bevorzugt eine bestimmte Seite. Ja, es könnte aber auch anders sein. Alle diese Sachen spielen keine Rolle, sondern man soll nur das verfolgen, wovon man Wissen hat. Nicht, wo man Zweifel hat. Nicht, wo man Wann hat, wo man eine Vermutung hat. Das heißt, kein festes Wissen. Und Jahl ist, dass man es nicht weiß. Und hier gibt es Jahl Murakkab und Jahl Basit. Jahl Basit, ja, ist die einfache Unwissenheit. Das bedeutet, diese Person weiß, dass sie nicht weiß. Zum Beispiel, man fragt ihn, wie heißt die Hauptstadt von der Türkei? Ja? Und dann sagt er, ich weiß es nicht. Die Hauptstadt von der Türkei ist Ankara. Ich habe auch einmal Istanbul gesagt, ich meinte damit die größte Stadt. Da habe ich mich vertan. So, wenn er jetzt sagt, die Hauptstadt von der Türkei heißt Izmir, dann ist er Cehl Murakkab. Murakkab heißt sozusagen montiert, zusammenmontiert. Weil dieser Cehl, diese Unwissenheit besteht aus zwei Arten von Unwissenheit. Erstmal Unwissenheit über die Al-Waqih, über die Sachlage, das heißt über die Türkei, über die Hauptstadt. Und Unwissenheit über Halihi, das ist Jahl bi Halihi. Unwissenheit über seine Lage. Das heißt, er denkt, er weiß, aber er weiß es nicht. Ja, und so ist es dann bei einigen Leuten, die zum Beispiel Vermutungen haben, ja, die sehen zum Beispiel jemand, der hat eine bestimmte Verhaltensweise und sie urteilen über das, was in ihm ist, und sie sind so psychisch gestört, dass sie in sich selber sagen, das, was sie wahrgenommen haben, ist die Wahrheit, ist festes Wissen. Das ist eine psychische Störung, die einige Leute haben, die heutzutage sehr verbreitet ist. Ja? Also, das reicht als Lügner bezeichnet, wenn man alles erzählt, was man gehört hat. Warum erzähle ich das? Weil es leider heutzutage so ist, dass alles aufgegriffen wird, ja? Erstmal in Bezug auf andere Personen, wo bei anderen Personen beurteilt wird, und zweitens in Bezug auf die Religion. Und ich will damit auch mich selber kritisieren von der Vergangenheit. Ja, beispielsweise gibt es einige Sachen, wie zum Beispiel dieses 19er Wunder im Koran, Dinge, die an den Haaren herbeigezogen werden. Aber wir sind sofort so, wir denken, wir können was Gutes für die Religion machen und freuen uns sofort. Das ist bei den Muslimen allgemein vorhanden und sofort wird das genommen und wird akzeptiert und ist fest. Ja? In der Religion besonders gefährlich. Was Personen angeht, auch gefährlich. Und was Institutionen angeht, das, wofür eine Verschwörungstheorie, wofür die Leute besonders anfällig sind heutzutage, ist, die Juden sind es schuld. Ja? Das ist die typische Verschwörungstheorie, wo alle Muslime anfällig sind. Ich weiß, ob das eine Erziehungssache ist, keine Ahnung. Jedenfalls beispielsweise
Irgendjemand macht irgendetwas, ja, dann wird erzählt, der ist ein Jude. Ja, dann heißt es schon, ah, ja klar, dann ist es bestimmt so. Es wird sofort akzeptiert, wird sofort gesagt, ja, der ist ein Jude. Ja, da hörst du manche Leute erzählen, Helmut Kohl war ein Jude, Angela Merkel ist eine Jüdin und der typische Weltverschwörung. Ja, das ist natürlich, naja, eine psychische Störung ist das schon fast. Oder zum Beispiel, letztes Jahr diese ganze Kram mit Aldi und Lidl. Aldi und Lidl nehmen ihren Verdienst, den sie in dem und dem Monat an denen und dem Tag machen und geben diesen Verdienst dann an die Zionisten in Israel, damit sie dann Gaza angreifen. So, jetzt, wenn man nur mal einen Millimeter nachdenkt. So, wir gehen jetzt zu dieser Regel. Wenn zu dir einer mit einer Nachricht kommt, so vergewissere dich. So, dann die Aussage, es reicht für eine Person als Lügner bezeichnet zu werden, wenn er alles erzählt, was er hört. So. Was haben wir gesagt? Was sagt Allah im Koran? La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Verfolge nur das, wovon du Wissen hast. Was heißt Wissen? Dass du dir auch gewiss bist, dass das richtig ist, dass du das so wahrgenommen hast, wie es ist. So, wir fragen jetzt diese Person. Erstens, woher hast du die Nachricht? Hat sich einer vergewissert? Damals, zur damaligen Zeit, alle Leute haben es verbreitet, diese Nachricht. Geht bloß nicht bei Aldi kaufen, an dem und dem Tag, die spenden das an Gaza. Jetzt müssen wir nur mal einen Millimeter weit denken. Wäre das so gewesen? Ja? Wir müssen erstmal fragen, wer hat das erzählt? Islamischer Maßstab. Wer hat erzählt, wer hat das Gerücht verbreitet, dass sie das an diesem Tag machen? Wer? Kennt ihr den? Nein. Wisst ihr, ob der ein rechtschaffener Mensch ist, ob der ein Lügner ist, ob der... Wer kennt die Person, die dieses Gerücht verbreitet hat, die diese Lüge verbreitet hat? Wer kennt die? Hat man irgendetwas davon gehört? Nein. Hat man nicht. Das heißt, es wird einfach weitererzählt. كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَسْمَعْ. Es reicht für eine Person, als Lügner bezeichnet zu werden, wenn er einfach alles erzählt, was er hört. Es wird einfach erzählt. Wird geschrieben, wird gesagt... Ist so. So, jetzt rein logisch. Wenn Aldi das wirklich machen würde, hat Aldi das auf der Internetseite stehen? Würde Aldi das zugeben? Nein. So. Okay, jetzt könnte jemand sagen, ja, die würden das ja nicht zugeben, wenn sie es mal, vielleicht haben sie es ja gemacht. Die Frage ist hier, wir können nicht jemanden beschuldigen mit etwas, wovon wir kein Wissen haben. Wir können nicht sagen, das ist so und es ist gar nicht so. Wir können nicht sagen, das ist so und wir wissen es nicht. Ja, wir können, weil im Zweifel für den Angeklagten, ja, das ist wirklich etwas, was auch im Islam gilt. Wir können nicht einfach sagen, die wollen, und dann würde Aldi das sagen. Das heißt aber, wenn Aldi das nicht sagen würde und Aldi würde das geheim halten, dann muss ja derjenige, der diese Information hat von Aldi, muss er uns doch sagen können, wie er auf diese Information kommt. Das heißt, diese Information kann keiner, gar keiner haben. Dann die zweite Sache ist, was man heutzutage immer hört, Der oder der arbeitet für den Verfassungsschutz. Das hört man immer wieder. Der arbeitet für den Verfassungsschutz und so weiter. Ja, so, jetzt. Frage. Wenn einer für den Verfassungsschutz arbeitet, das ist ein geheimer Spitzel. Wenn er sagen würde, ist ein geheimer Spitzel, dann ist er kein geheimer Spitzel mehr. Das heißt, seine Aufgabe wäre ja, dass er das geheim hält. Das heißt, woher will man jetzt wissen, dass der oder der für den Verfassungsschutz arbeitet? Arbeitet man selber beim Verfassungsschutz, dass man diese Information hat? Das heißt, woher will man diese Information haben? Das heißt, wie kann man das mit Gewissheit behaupten? Es reicht für eine Person, Lügner zu sein, wenn er alles erzählt, was er hört. Woher weiß man das? Das heißt zum Beispiel, diese Person wird geheim angesprochen vom Verfassungsschutz, er soll wirklich vom Verfassungsschutz arbeiten. Und wir können sicher sein, fast bei jeder Sitzung in der Moschee ist jemand dabei. Da ist von auszugehen. Wir kennen Leute, die sind angesprochen worden, die sagen zu uns, man hat uns angesprochen, wir sollen für den Verfassungsschutz arbeiten, beispielsweise. Wir sollen dich bespitzen, Herr Vogel. So. Okay, die sagen uns das. Aber wenn sie arbeiten würden, dann dürfen sie es ja nicht sagen. Und wenn sie es sagen würden, dann spielt ihre Spitzelei ja sowieso keine Rolle mehr. Das heißt, wir müssen denjenigen fragen, der solche Gerüchte über bestimmte Brüder oder Schwestern verbreitet. Wir müssen sie fragen, wo hast du diese Information? Arbeitest du selber für den Verfassungsschutz? Ja. So, das heißt, man muss sich vergewissern. Nächstes Beispiel. Es geht jetzt momentan, eine Mail ist im Umlauf,
dass eine Schwester in Wuppertal, eine iranische Schwester, mitten im Grab abgestochen wurde. Zuerst wurde sie angestochen und liegt im Krankenhaus von Nazis. Eine Woche später ist sie nicht nur angestochen worden, sondern getötet worden. Davor war sie noch über dem Berg gewesen und nicht mehr in Lebensgefahr. So, dann haben wir, dann ein Bruder hat das sofort auf ECP News veröffentlicht. Ich habe mir die Sache angeguckt und habe dann gesagt, ja, bist du sicher, dass das stimmt? Darauf hat der Bruder das sofort rausgenommen. So, es war nur ganz kurz, vielleicht eine halbe Stunde in ECP News, weil der Bruder hat mich angefangen und gesagt, boah, guck mal, was passiert ist, lese das Thema durch. Und ich habe dann gesagt, wer hat das gesagt, stimmt das? So, was haben wir gemacht? Wir haben uns an dem Tag erstmal vergewissert. Wir haben erstmal Brüder angerufen, die mit Moscheen zu tun haben, in Wuppertal. Wir haben mit Schwestern telefoniert, die Schwestern kennen Wuppertal. Kennt jemand eine iranische Schwester mit in der Grab? Weil die muss ja irgendwo bekannt sein. So. Es könnte theoretisch stimmen, die Geschichte. Aber wir haben keine Gewissheit, dass es stimmt. Weil es gibt so viele Muslime, die einfach leider Lügen erzählen, weil sie selber in den Kram passen, irgendwelche Gerüchte verbreiten. Oder auch Nicht-Muslime, die unter Muslimen Gerüchte verbreiten, um dann nachher zu sagen, guck mal die Muslime, was die wieder erzählen. Genau wie diese Geschichte, dass dieses Mitglied aus dieser Schweizer rechtsradikalen Partei, die Minarett-Initiative eingeleitet haben, dass der zum Islam konvertiert wäre. Es wurde von allen Muslimen sofort, ohne Tathabut, ohne Vergewisserung, wurde es sofort, ohne sich zu vergewissern, sofort angenommen, verbreitet. Ein paar Wochen später kommt dieser Mensch und sagt, das ist alles eine Lüge, die Muslime lügen wieder. Ja. Genau wie bei unseren Kundgebungen. Wir sagen eine Kundgebung an im Internet. Jedes Mal, wenn wir eine Kundgebung machen oder einen Vortrag machen, jedes Mal wird kurz vorher eine SMS verteilt, fällt aus. Der Vortrag fällt aus, die Kundgebung fällt aus und so weiter. Und was ist? Die Leute gehen nicht auf die Seite, vergewissern sich, sondern auch, ja, ist ja ausgefallen. Beste Beispiel war in Bonn, die Veranstaltung, die wir dort hatten. Nachher, zig Leute haben gesagt, ach, uns wurde gesagt, ist ausgefallen. Das heißt, vergewissere dich doch, geh auf die Seite, schaue nach und gucke, was dort ist, weil die Leute versuchen, den Islam zu bekämpfen. Das heißt, man braucht Gewissheit. Gewissheit. Ja? Und im Islam ist Gewissheit gefragt. Wenn eine Frau angeschuldigt wird, dass sie Zina gemacht hat, wenn diese Person sagt, er hat die Frau gesehen, wie sie mit einem Mann geschlafen hat, wenn es keine vier Zeugen dafür gibt, dann kriegt der Peitschenhiebe dafür. Dann kriegt der Peitschenhiebe dafür, weil man sich vergewissern muss. Und wie gesagt, das sind einige Aussagen, die ich dazu sagen wollte. Und es ist wirklich sehr traurig, Brüder und Schwestern, dass wir momentan wirklich eine Lage haben, wo man weder Sure 49 Vers 6 noch Sure 17 Vers noch Sure 17 Vers 36, ja, beachten, wo nichts beachtet wird, wo einfach das erzählt wird, was sich schön anhört und was uns gerade in den Kram passt. Deswegen, Brüder und Schwestern, ihr müsst euch vergewissern, woher ihr eure Informationen habt. Wenn jemand etwas behauptet über einen Bruder, über eine Schwester, dann müsst ihr fragen, woher habt ihr diese Information? Und dann müsst ihr fragen, kann er diese oder jene Information überhaupt haben? Und dann, weil ihr müsst diese Herangehensweise haben, wie bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Ehre des Muslims ist geschützt. Al-Muslimu achul Muslim. La yadlimuhu wa ya yakiruhu wa la yakvibuhu. Ja? Das heißt, der Muslim ist der Bruder des Muslims. Er verabscheut ihn nicht. Und er behandelt ihn nicht ungerecht. Und was noch? Er belügt ihn nicht. Und hierzu gehört auch, dass man diesen Menschen respektiert. Das heißt, wir können nicht über einen Muslim, der keinen Fehler macht, bei dem der Fehler nicht gewiss ist, etwas erzählen. Wie mit einer Frau oder einem Mann, der Zina gemacht hat. Die Ehre ist geschützt. Es müssen vier Zeugen auftreten. Es kann nicht einfach irgendjemand etwas erzählen. Und diese Zeugen werden auch überprüft. Können sie das überhaupt gesehen haben? Wenn der eine Zeuge beispielsweise sagt, ja, wenn der eine, weil das ist das Nächste, was ihr geben müsst. Ihr müsst erstmal fragen, wo hast du die Information her über den Bruder oder die Schwester? Wenn das ist, so, welchen Beweis hast du dafür? So. Und dann, wenn er einen Beweis bringt,
Stell mal vor, wir haben die Herangezogen. Hast du 4 Zeugen dafür? Nee. Wenn, für irgendeine Sache, die erzählt wird. Und dann die nächste Sache ist, man muss sich fragen, kann er diese Sache überhaupt wissen? Das heißt, wir müssen nicht nur einfach irgendetwas hören, sondern wir müssen auch gucken, ist das eine Information, die jemand logischerweise haben kann? Und dann werden sich viele Probleme von selber lösen. Aber dazu muss man selber Ehrlichkeit im Herzen haben und die Wahrheit wollen. Ja. Schaut euch das an. Stellt euch mal vor, 4 Zeugen kommen und sie erzählen, wir haben die Frau gesehen, die hat Sina gemacht. Jetzt erzählt der eine, ja, okay, erzähl mal, wo hast du sie denn gesehen, wo sie Sina gemacht hat? Der eine sagt, ja, im Auto. Aha. Der andere sagt, dort und dort. Dann wird gefragt, wie sieht die Frau denn aus? Und es stimmt nicht. Dann wird diese Zeugenaussage nicht angenommen. Das heißt, einfach überlegen, ob eine Aussage über eine bestimmte Person stimmen kann. Bruder und Schwester. Und noch heftiger ist es natürlich bei der Religion. Wenn jemand etwas über die Religion erzählt, egal wer das ist, egal ob ich das bin oder ob das jemand anderes ist, muss man seine Aussage bestätigen können. Und zwar mit Koran und Sunna. Wenn man über einen Gelehrten redet, muss man diese Aussage bestätigen können. Und man muss ganz klar und deutlich immer für die Wahrheit einstehen. Immer für die Wahrheit einstehen. Und das ist auch, warum ich damals angefangen habe, immer versucht habe, Verse zu nennen, Hadithe zu nennen und so weiter. Und ich wollte auch, weil ich habe euch schon heute 2 Hadithe genannt. Einmal der Hadith, der von Abu Huraira überliefert wird, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Dieser Hadith wird überliefert von Abu Dawud in Kitab al-Adab, Hadith Nummer 4992 und auch in Muslim Hadith Nummer 5, damit ihr auch wisst, wo wir die Informationen her haben. Dann haben wir Sure 49, Vers 6 genannt und wir haben Sure Isra, Sure 17, Vers 36 genannt. Und dann haben wir noch einen anderen Hadith genannt und zwar diesen Hadith habe ich nur genannt. Das wollte ich nur gesagt haben, die Geschwister im Islam, möge Allah uns beschützen und möge Allah uns zu denjenigen machen, die die Dinge nur weitergeben, wenn sie festes Wissen davon haben. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.